Der VfB Stuttgart. Im Herbst 2023 sportlich erfolgreich. Die Fans euphorisch. Beim neuen Hauptsponsor, Sportwettenanbieter Winamax, hält sich die Euphorie der Fans allerdings in Grenzen. Klar muss die Kohle stimmen und die Kohle muss reinkommen. Andererseits, Glücksspiel ist immer Kacke. Die Wettanbieter sind omnipräsent in der Werbung, überall. Ob sie auf dem Trikot drauf sind, Bescheid sagen. Also wir waren vorhin auch im Fanshop drin, aber war für uns auch keine Option, so ein Trikot zu kaufen. Und doch läuft der Verkauf des neuen Winamax-Trikots laut VfB gut an. Wir haben 15.000 Trikots verkauft, genauso viel wie letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Also das ist nicht weniger gewesen. Mit Winamax auf der Brust. Der neue Hauptsponsor bei Heimspielen omnipräsent und in Deutschland lizenziert. Bis 2026 kassiert der VfB vom französischen Online-Wettanbieter 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Sportwetten erst seit 2021 in Deutschland legalisiert. Inzwischen haben fast alle Bundesligisten private Wettanbieter als Sponsoren. Im August fragen Stuttgarter Ultras Werte und Moral unseres VfB ein reines Glücksspiel. Ursprünglich hatte der Verein einen regionalen Sponsor angekündigt. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir uns nach dem württembergischen Weltmarkenbündnis schon auch einen Hauptpartner aus der Region gewünscht hätten. Das haben wir auch so kommuniziert. Wir waren da sehr weit. Da gab es dann ja personelle Wechsel bei dem Unternehmen und deswegen hatten wir am Ende dann einen Anbieter sozusagen. Einer, der eigentlich nicht zu den Werten des VfB passt, die er seit 2022 in seinem Leitbild aufführt. Von Fairplay, gesellschaftlicher Verantwortung und klaren Werten ist dort zu lesen. Daraus ergibt sich ein Dilemma. Und dann ist es eine unternehmerische Abwägung. Verzichtest du auf so einen signifikanten Betrag und musst eventuell nochmal einen Leistungsträger verkaufen? Guirassy verlieren oder Winamax akzeptieren, für manchen Fan leicht zu beantworten. Geld regiert die Welt und wenn der mehr bezahlt wie ein anderer, dann muss man leider das Geld nehmen. Ne? Er sieht das anders. Thomas Melchior, einst spielsüchtig, verzockte er 800.000 Euro, ein Großteil von fremden Menschen oder Bekannten. Melchior wurde zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Auf Bewährung frei setzte sich nun gegen Glücksspielsucht ein und kritisiert die neue VfB-Partnerschaft. Der VfB verkauft mit diesem Sponsor einfach wissentlich, meiner Meinung nach wissentlich, einen Teil seiner eigenen Fans an die Glücksspielindustrie. Und das finde ich absolut verwerflich. Fußball und Sport allgemein, voll von Sportwettenanbietern und deren Werbung. Mein sicherer Tipp. Sicher wetten. Interwetten. Thomas Melchior sieht sich selbst als warnendes Beispiel. Die Zahl der Glücksspielsüchtigen laut Studien höher als zunächst gedacht. Bisher dachten wir immer, dass wir ungefähr 500.000 Personen in Deutschland haben, die ein Glücksspielproblem haben. Nach der neuesten Studie gehen wir davon aus, dass es mehrere Millionen sind. Offensive Werbung durch Sportwetten. Dazu Sponsoren auf Fußballtrikots. Das animiert Fans zum Spielen. Aber nicht nur in Stuttgart. Und wenn man überlegt, dass 16 von 18 Bundesligisten Wettpartner haben, die deutsche Basketballnationalmannschaft ist Weltmeister geworden mit einem Trikotpartner. Und wenn man überlegt, dass insgesamt in dem europäischen Sponsoring-Segment, glaube ich, 24% allein über Sportwettenanbieter gemacht wird, da sind wir nicht allein damit. Bei explodierenden Transfersummen und horrenden Gehältern ist im Fußball eben immer weniger Platz für Moral.